Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal haben wir mit der wunderschönen Tara geschlafen. Diese hatte sich dann aber über Nacht verdünnisiert. Und jetzt müssen wir gegen sie kämpfen, um böse Ziele aufzuhalten. Warum zwingt sie uns dazu, das zu tun? Ich will das nicht. Kerwa, komm zu Sinnen. Hä? Oh, Teleporter. Kerwa, du kannst nichts gegen uns machen. Bitte hör auf. Oh nein. So hätte es nicht enden müssen. Era. Dieses Spiel, ne? Nekromantie, die verbotene Magie, Wolfsfell und Eisenerz. Dieses Spiel schafft es immer und immer wieder, mich vollkommen fertig zu machen. Zuerst rankt sich da eine riesige, ja, sagen wir mal Liebesbeziehung um die beiden. Nur damit wir sie dann am Ende abschlachten. Warum tut mir das Spiel sowas an? Ist doch nicht nett. Und das auch noch an einem so unheiligen Ort, wo es vor Monstern nur so lauert. Graben wird sie auch keiner. Das heißt, die Ghule und Leichenfresse werden über Nacht, beziehungsweise auch schon vielleicht am Tag kommen. Verdammt. Und sie fressen. Oh Mann. Aber was hätten wir tun sollen? Ich meine, wir können sie ja nicht einfach auf die Massen loslassen. Vor allem nicht, da wir ja das Spiel mit Gewissen spielen wollen. Da geht das einfach nicht. Das kann man nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wie man so etwas verantworten könnte. So, bevor wir uns jetzt weiter an größere Nebenquests machen, möchte ich da oben noch die drei Fragezeichen holen. Wow! Was zum... Da guckt man mal eine Sekunde lang weg, ne? Und dann das. Runter da. Autsch. Ah. Der Kackvögel. Stirb, Alter. Oh, gut funktioniert das. Gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte mir zwar, dass irgendwas passiert, aber dass es so gut funktioniert. Nee. Nee. Was ich eigentlich machen wollte. Ach. Geralt. Nicht mit Bomben werfen. Dafür hast du eine Armbrust, um die Vögel vom Himmel zu holen. Ich frage mich aber gerade, warum wir hier oben hin können. Okay, wir haben erstmal wieder ein paar Sekündchen lang Ruhe. Warum können wir uns hier hoch teleportieren? Na gut, leben wir einfach damit und gehen mal auf die andere Seite des Berges. Vielleicht finden wir da ja noch mehr. Ja, die Frage ergibt, löst sich ja eigentlich schon von selbst auf, sonst wären ja da hinten keine Fragezeichen, wenn da nichts wäre. Ich hoffe, dass da vorne sind Vögel und keine Harpien. Aber ich sehe schon, da oben auf dem Dach ist irgendwas Großes. Das heißt, wir meditieren. Und dann speichern wir, weil ich eine Sissi bin. So. Viel gespeichert. Müssen wir irgendwie... Ist das ein Drache? Sieht aus wie ein Drache. Also tatsächlich Drachen hier in dem Spiel.
Hätte ich also nicht erwartet. Hui! Was jetzt, du Stück Dreck? Der ist natürlich Level 14. Was auch sonst. Wäre ja langweilig, wenn man uns mal Gegner gibt, mit denen wir auf einer Stufe sind. Aber wenigstens können wir gegen den relativ gut Schaden drücken. Na komm her, du. Okay, ein Viper. Naja, Viper sind ja nicht wirklich Drachen. Hoppala. Nicht mit mir, du dämlicher Kackvogel. Ich werde jetzt mal gucken, ob wir hier vielleicht nicht irgendeine andere Möglichkeit haben, den Probleme zu bereiten. Na komm, greif mich an. Ne. Nein. Der hätte uns beinahe runtergeworfen. So ein frischer Piepmatz. Aber ich glaube, ich werde jetzt wieder mit Quen arbeiten, um mich zu schützen vor den ja doch sehr seltenen Angriffen. Autsch. Also schützen. Und da ist er auch schon down. Schöne Sache. Was? Der hinterlässt kein Loot? Das ist ja fies. Aber von dem wenigstens dann eine Trophäe bekommen oder irgendwas. Gar nichts. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet und dass ich da nicht drüber komme, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wollt ihr mich veralbern? Bin nicht drüber. Unten ist auf jeden Fall ein Ort der Macht, aber hier. Mist. Hier, da unten ist einfach nur eine Schlucht. Aber irgendwie muss man doch hier rüberkommen. Kann mir doch nicht erzählen, dass das. Na klar, kommt man da irgendwie rüber. Es stellt sich nur die Frage, wie. Na gut, vielleicht läuft das damit irgendeiner Nebenquest. Ich speichere jetzt nochmal ab, weil ich will jetzt keinen Umweg laufen, sondern direkt da runter springen. Und wenn wir dann nicht im Wasser landen, könnte das wehtun. Aber wir haben scheinbar Glück gehabt. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Na, machen wir das doch direkt mal, bevor uns hier die Gegner wieder angreifen. Was haben wir denn hier für Gegner? Sind das wieder diese kleinen Harpien oder? Ich traue ja dem Braten nicht. Ich schaue jetzt mal eine Runde hier, ob wir da nicht irgendwo in die Festung reinkommen. Ja, dass es hier keinen Weg reingibt, das. Nee. Also wirklich nicht. Das will ich doch nicht glauben. Aber ich fürchte, ich muss, wenn ich nichts finde. Ich glaube, das wird dann wieder sowas sein, was ich dann offscreen machen werde. Einfach mal einen Eingang suchen. Gucken, ob ich denn irgendwo was finde. Aber so finde ich hier gerade überhaupt rein gar nichts. Glücklich bin ich damit nicht. Es gibt ein Nachspiel, du Turm. Natürlich stand ich jetzt auch nicht da hoch. Gut. Dann schaue ich jetzt mal, was wir denn als nächstes tun werden. Ich glaube, das Fragezeichen dann noch mitnehmen. Ja. Also, wir sehen uns gleich bei dem Fragezeichen wieder. Da ich nicht weiß, wie lange es dauert, hier nach oben zu kommen. Oder schneide ich das raus? Nee, ich glaube nicht. Nee. Der Weg nach oben ist doch nicht so lang. Ich dachte jetzt, das würde länger dauern, deswegen habe ich das gesagt, aber wir sind schon wieder oben auf dem Festland, können Plötze rufen. Dann brauche ich mich mal nicht die extra Arbeit machen. Pony, Hotte Hü, aufsetzen, danke. Nee, das war das falsche Lied.
Das hätten wir mit Terra spielen können, aber die musste sich ja unbedingt sträuben, vernünftig zu bleiben. Und jetzt, ja, wird sie sich nie wieder gegen irgendetwas noch umweifern. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So viele Dinger. Ich dachte, die kämen relativ selten, aber nee. Dann der zweite gleich im Anschluss. So, direkt nochmal gespeichert. Hui! Hey, du hässlicher Vogel. Oh, das ist wieder was ganz anderes. Wie heißt du? Na komm, greif mich an. Ne, 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 ne. Ich kann den Namen nicht lesen. Mist. Okay, erstmal wieder den Schutzschild benutzt. Damit wir nicht jedes Mal aufs Maul bekommen. Oh. Ist das ein Basilisk? Wieder Basilisk? Da steht Basilisk. Nur eine Vermutung. Ich kann es nicht genau sagen. Dafür bewegt er sich einfach zu sehr. Ja, ich glaube, es ist ein Basilisk. Denn ich nehme an, dass das gerade Giftspucke war. Autsch. Hackbude. Ja, ich glaube, da steht was. Werden wir sowieso gleich wissen, wenn der Vogel down ist. Ja, ich hatte sogar recht. Da stand Basilisk. Sehr schön. Und er lässt auch was für uns fallen. Was hast du denn? Kleines rotes Mutagen. Basilisken-Mutagen. Gift und Haut. Da freue ich mich doch schon wieder. Und außerdem gibt es hier einen weiteren Schatz für uns. Kohle, Dunkelstahlplatte. Eine Waffe. Ein verbesserter Sattel. Hübsch, hübsch, hübsch. Nee. Können wir das denn irgendwie reparieren? Vielleicht können wir dann ja auf einen Schadenswert, mit dem wir besser arbeiten können. Einmal, wir legen das mal fix an hier. Und reparieren das gute Stück. So, haben jetzt irgendeine Waffe, die auch nur ansatzweise, na gut, hier die Axt, ja, aber die hat ja nun keine anderweitigen Bunnies. Und die Waffe, die wir gerade angelegt haben, strotzt davon nur so. Da werde ich jetzt auch gleich mal nachschauen, was die denn alles mit sich bringt. Rüstungsdurchbohrung, Artzeichenintensität, Chance auf Betäuben, Und Bonuserfahrung bei Humanoiden. Gefällt mir. Und dann noch drei Plätze für irgendwelche sockelbaren Teile da. Oh, Leute, 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 Leute. Langsam kommen wir ins Spiel. Man sieht, dass es vorwärts geht. Zwar relativ langsam, aber es geht vorwärts. So, die kleinen Piepmetzel lass mal alleine hier rumfliegen. Und wir suchen uns eine neue Quest. Delegate kommt später, Scheiterhaufen in Novigrad bei Triss vorbeigehen kommt auch später, finde die Mumen. Hauptaufgabe oder Nebenquest, Verhältster-Aufträge oder vielleicht auch eine Schatzsuche? Sag mal so, Schatzsuche, das können wir glaube ich auch später verschieben, davon haben wir einfach zu viele. Verhältster-Aufträge möchte ich jetzt auch noch nicht machen. Ja, Fehlschlag, das stört mich ein bisschen, dass wir die Mission nicht direkt gemacht haben, aber gut. Sprich mit dem Jäger. Das Problem ist, wir haben so viel zu tun, ne? Wir könnten uns sicherlich 20 Folgen lang mit den Folgen beschäftigen, aber bevor ich jetzt noch ewig lang überlege, würde ich sagen, machen wir die Herren des Waldes und bewegen uns Richtung Buckelhexen. Finde die Mumen vom Buckelsumpf. Brauchen wir dafür nicht ein Kind? Ja,
Dann. Kommt Leute, ich will ein Kind opfern. Oh, ganz viele Piepmatze. Ja, und so reitet Geralt weiter durch die Steppe. Oh. Und findet einen kleinen Trupp von Banditen. Anjan. Ich nehme mal das hier. Nein, Hexer. Da gibt's Unterschiede. Wir sind brutaler. Ne. Siehst du? Wir sind brutaler und zwar wesentlich brutaler. Und das Schwert, das wir hier gefunden haben, das haut mächtig rein. Bam. Jop, macht richtig Damage. Hübsch. Fetzt. Da wird mal wieder alles, was hier so rumliegt. Gibt's sonst noch irgendwas zu entdecken? Achso, die haben ja. Oh, die haben ja wieder Bauern umgelegt. Warum machen die das? Ich verstehe es nicht. Es macht keinen Sinn, unschuldige Bauern zu ermorden. Aber gut, macht auch irgendwie Laune. Ist ja gut, ich kann es ja nachvollziehen. So, aber wir beschäftigen uns damit nicht länger. Wir reiten Richtung Buckelsumpf. Wo ist der Buckelsumpf denn eigentlich? Ist der weit weg? Buckelsumpf. Okay. Das ist mal richtig weit weg. Naja, dann können wir auf dem Weg dahin wenigstens noch ein paar Sachen erledigen. Da ist der Ausritt nicht allzu langweilig und wir sehen noch was von der Welt. Da drunten, okay. Ja, Pferdepanik steigt. Das ist nicht so gut, weil wenn Pferdepanik voll ist, dann wirft uns Blütze die alte Salami vom Sattel. Und das ist nicht so toll. Oh. So ist gut. Was seid ihr denn? Ach, Gude. Es sind nur Gude. Das geht ja noch. War Level 9 und ich habe kein Leben mehr. Erstmal eine Schwalbe. Erstmal eine Schwalbe reingezimmert. Autsch. Ich will mit Feuer arbeiten. Macht zwar nicht allzu großen Schaden bei denen. Oder? Ich glaube, ich nehme sogar den Schutzschild. Den werde ich dann demnächst auch mal aufleveln. Weil den Schutzschild, den verwende ich so häufig. Würde es sich schon arg lohnen, den ein bisschen zu verbessern. Natürlich interessiert mich auch, wie man den noch verbessern kann. Achso, wir haben hier ein Monsternest. Das ist es. Ich muss es zerstören. Los, rein da mit der Bombe. Ja, warte mal kurz. Ihr solltet da weggehen, glaube ich. Nicht gewarnt. Naja, so viel Schaden hat es jetzt nicht gemacht. Geralt, bitte behalte dein Schwert draußen. Du bist immer noch am Kämpfen. Während du gegen Gude kämpfst, solltest du nicht auf die Idee kommen, dein Schwert wegzustecken, Alter. Zack, zack, zack. Das macht schon dezent Laune hier. Ich bin begeistert vom Spiel. Von der Art, wie es gemacht ist, was alles machbar ist. Meine, es gibt ja viele Spiele, wo man haufenweise Möglichkeiten hat, seinen Alltag zu vertreiben. Aber hier, wir sind ja am Anfang des Spiels und da herrscht schon so eine Vielfalt vor. Es ist wie Skyrim mit Grafikmods und wesentlich besserer Story. Weil, sagen wir mal ehrlich, die Story von Skyrim, die war so, naja. Das einzige, was Skyrim gerettet hat, waren halt auch die unzähligen Nebenquests, weil Story konnte man relativ fix durchspielen. Das war jetzt kein Problem, aber die Nebenquests waren dort das Herzstück, denn da waren so tolle Geschichten dabei, teilweise auch total bekloppte, wie halt hier mit der Bratpfanne, sowas muss ja auch mal sein.
so ein bisschen Fun. Und wir haben uns wieder verrannt. Mist. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen nach da oben, also lauf mal da oben lang. Komm, hier. Vollbremsung, wenden und wieder Vollgas. Die lassen wir eiskalt stehen. Da ist schon wieder ein totes Pferd rum. Was haben die denn alle mit ihren toten Pferden? Und da eine Wasserleiche. Hallo, Wasserleiche. Was gibt es denn so? Blumen. Okay. Schneller. Ich glaube, den wollte dort jemand ja, zur letzten Ruhe betten, aber die Flut kam nie. Kann ja mal passieren. Achso, hier haben wir ein Schiffchen. Na schön. Nehmen wir doch mal das Schiffchen. Ich sagte, das Schiffchen. Und setzen uns. Los, setz dich an Steuer, Steuermann. Und ich segel. Und ich segel. What shall we do with the drunken sailor? Ella in the Oopsie. Wir haben angelegt. Ja, wir haben angelegt. Das Schiff hat zwar einen kleinen Schaden abbekommen, aber wir sind angekommen. Person in Not. Oder Personen in Not. Ach, ist egal. Verfickte Scheiße! Echt mal! Ihr seid verfickt Scheiße! Autsch! Hinten steht doch schon wieder so ein Kackbogenschütze. Bist du hässlich? Ah! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Bogenschützen machen uns wieder das Leben zur Hölle. Nein! Wir müssen irgendwie diesen Bodenschützen ausgeschaltet bekommen. Autsch. Du bist zuerst dran, mein Freund. Ich will meine Ruhe haben, während ich hier die Gegner töte. Nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Bodenschützen belagert werden. Meine Herren. Lasst ihn nicht zu Atem kommen. Ja. Echt schlimm hier. Kommt man ja nicht mal zum Atmen. Ach, da ist der letzte. Okay, ich habe den letzten Bodenschützen gefunden. Nur leider wird er von dem Level 16er bewacht. Das ist nicht so ganz meine Hausnummer, Leute. Also mittlerweile schon, aber... Hoppala. Okay, wie das funktioniert hat, so rein von der Physik, kann mir egal sein. Du verpiss dich erstmal. Bam! 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 It's raining heads. Ja, so und mit dir ist es auch vorbei. Wunderbare Sache. Alles abgeschlachtet, sogar die Level 16er. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, trotz dass wir Level 16er töten, die Erfahrungspunkteleiste bewegt sich nicht wirklich großartig. Deswegen, kämpfen ist eigentlich gar nicht so das große Kern, der große Kern des Spiels. Es sind eigentlich nur die Missionen, die man macht. Die zahlreichen Missionen. Und wie kommen wir hier jetzt rein? Hallo, hast du eine Tür oder so? Ja, er hat eine Tür. Hey, hallo. Ein Zettel. Unverschickter Brief. Nützliches. Okay. Damit können wir schreiben oder Papierflieger bauen. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Dann guck doch mal in der Leiche da hinten. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Bin doch einfach die Tür kaputt machen. Aber dafür ist der halt sicher wieder mal zu fein. Beziehungsweise, wenn ich den Schlüssel finde, werde ich es so probieren. Ein Wäscher? Nee, das ist kein Schlüssel. Wir könnten natürlich einen Wachsabdruck vom Schloss machen, dann Metall eingießen und daraus dann einen Schlüssel anfertigen. Aber wir sind ja nur ein Hetzler und kein Rüstungsschmied.
Wir brauchen ja für jeden Scheiß, den wir schmieden wollen, jemand anderen. Weil der gute Geralt das nicht auf die Reihe bekommt. So, und welcher Tropf hat jetzt den Schlüssel, verdammte Kacke? Also ich warne euch, ne, wenn ich jetzt keinen Schlüssel bekomme, trete ich die so lange, bis die Tür kaputt geht. Weiß zwar nicht, inwiefern das funktioniert. Aber wenn es sein muss, werde ich es probieren. Okay, 7 Minuten haben wir noch. Tut mir leid, ich muss mich hier hin und wieder mal umdrehen. Ah, Schlüssel des Sklavenmeisters. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Und so rannte Geralt zurück zu den Gefangenen, um sie zu befreien. Wenn du nach Maulbeertal reist, komm in meine Schmiede. Dort wartet zum Dank etwas auf dich. Maulbeertal. Gut, wir wissen Bescheid. Hey, wie geht's dir? Ach, dankeschön. Tot und doch noch so höflich. Schenkt uns sogar einen Apfel. Okidoki. Maulbeertal, wo ist denn Maulbeertal schon wieder? Ach, da oben. Er hat gesagt, dann kriegen wir etwas von ihm. Diesen Dienst werde ich doch gleich mal in Anspruch nehmen. Ja, ich weiß, wir wollten eigentlich zum Buckelsumpf. Wir kommen auch super voran, wir laufen gerade schon wieder in die entgegengesetzte Richtung. Aber das muss sein, Leute. Ich möchte wissen, was der gute Schmied denn für uns hat. Bei meiner Erkundungstour durch die einzelnen Städte habe ich auch einige Händler, also Händlerzeichen gesehen, wo niemand war. Vielleicht kommen die Händler gerade durch diese Wege wieder zurück. Also durch so kleine Mini-Quests am Wegesrand. Irgendwelche Händler befreien, die dann irgendwelchen random Stuff für uns haben. Ich hoffe ja, der hat Karten. Also wenn er Karten hat, dann bin ich schon glücklich. Denn ich will sie alle. Yu-Gi-Oh! Nee, also bei Yu-Gi-Oh! Alle Karten zu wollen. Ach, seht ihr, da ist er schon. Hallo! Der Teufel aus der Eiche schaut. Erinnerst du dich an uns? Schmied? Hallo? Jetzt reagiert er nicht mal auf uns. Also habe ich ihn aufgegeben. Schäme dich! Wir retten dich vor dem sicheren Tod und du dankst es uns, indem du uns einfach ignorierst. Ich habe mal einfach nur den Tag vorspulen müssen. Aber jetzt so nett ist und uns irgendwie behilflich sein möchte. Hallo Schmied. Der redet nicht mal mit uns. Hey, was hast du? Willst du reden? Oh. Nicht mit mir. Oh. Mit dem? Nee. Also das ist mir jetzt ernsthaft, ne? Das finde ich gemein. Ich mache mir die Mühe, den zu befreien. Der sagt mir, ja, komm da und dahin und du riechst von mir was. Dann komme ich da und dahin und dann gibt's einfach mal gar nichts. Das ist nicht fair. Ich will was bekommen für meine Sachen, die ich euch tue oder antue. Je nachdem, auf wessen Seite ihr gerade steht. Hallihallo. Was? Oh, wir haben mit dem noch nicht Grint gespielt. Hast du was Interessantes? Jo, er hat was Interessantes. Und zwar Christiana und Isador, das nehmen wir mal mit. Und gottverdammte Infanterie. Bodenschützen. Die Tasche brauchen wir nicht, wir haben eine bessere. Das können wir mitnehmen. Und hier haben wir noch Schütze der schweren Infanterie, schwere Feuerskorpion, nehmen wir auch mit. Und reinfahren. Alles klar. Jetzt wird mal wieder Plunder vertickt. All das Zeug brauchen wir eh nicht. Und solange der jetzt unser Gold hat, fühle ich mich nicht allzu wohl. Was ich aber ein bisschen gemein finde, ist, dass man das hier verkaufen kann, ne? Das Seenotloss. Vielleicht kann man das ja irgendwann mal wieder gebrauchen. Hier steht ja auch Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird, aber ich weiß nicht, ob dann später noch eine Quest kommt, in der wir es nochmal gebrauchen können. Ach, guck mal hier, ich habe Schwerter für dich. Was hältst du denn davon? Toll, ne? Ja, ganz viele davon.
Dann kann ich dich überschütten, so viele habe ich. Zack, 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 zack. Was sind das viele Waffen? Die alle mit sich rumschleppen kann, beziehungsweise das Pferd. Stellt euch mal vor, bei dem Pferd würde man sehen, wie die ganzen Waffen transportiert werden. Das wäre ein einziger Waffenhaufen. Zum Graben unter Müll und Schrott. Sieht sicherlich auch ziemlich cool aus. Aber ich schau mal, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Das heißt, wir spielen eine Runde Quint. Und ja, ihr wie seid mit dabei. Quint? Ja. Jo, ich spiele einfach, weil ich da die meisten Karten habe und die bisher eigentlich auch noch besten für den bisherigen Stand. Mit den nördlichen Königreichen. Ja, noch mal gucken, ob wir hier jetzt noch irgendwas bekommen haben. Ja, der Kairan, den hatten wir schon eine Weile. Schwerer Feuerskorpion. 10 Schaden. Alter, was sind das denn hier für Imba-Karten? Lalalalalala. Jo, also hier kriegen wir langsam auch ein Deck zusammen. Aber wie gesagt, wir nehmen den hier. Und schauen mal. Was haben wir denn? Ah, der Spion. Ich versuche jetzt, während ich das Spiel spiele, noch ein bisschen Erklärung zu bringen. Also wir haben ja diese 3 Waffentypen. Ja, den behalten wir. Und vor allem diese Wetterkarten, die sind relativ praktisch, weil damit kann man einfach mal den Schaden vom Gegner fast auf 0 setzen. Wenn man die Karten dann so wählt, dass sie einem selbst nichts anhaben, kann man damit schon theoretisch gesehen gewinnen. So, fangen wir mal direkt an. 4 Damage. Viele Karten haben dann noch Zusatzeffekte. Wie dieser gute Herr hier, der seinen Schaden verdoppelt, sobald er neben einer gleichen Karte liegt. Und schon haben wir 2 Achter auf dem Feld. Wo er jetzt noch nicht mal rankommt. So, und jetzt habe ich immer das Problem, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich könnte natürlich erstmal neue Karten besorgen. Bitte 2 neue Karten. Die Spione kommen immer auf die Seite des Gegners. Ah, seht ihr, er macht das auch. Er hat natürlich den Nachteil, wir geben dem Gegner Schaden. Der Vorteil ist aber, wir dürfen 2 Karten ziehen. Und das ist in dem Spiel sowas von, ja, essentiell wichtig. Dass man irgendwie Karten gezogen bekommt. Weil jede Karte, die man hat, kann man halt mehr verwenden gegen den Gegner. Ah, und jetzt sind die dann schon langsam richtig ans Leder, weil er schickt uns haufenweise Spione. Legt sich damit immer mehr Karten auf die Hand. Und lässt uns im Dunkeln tappen, was er denn noch vorhat. Mist. Seht ihr, jetzt ist der Fall eingetreten, dass er, ja, ich sag mal, uns gefickt hat, aber da wir ja nicht von schlechten Eltern sind, wir nutzen ja einfach mal unsere Heldenfähigkeit. Denn das klärt das ganze Wetter wieder auf. Und wir sind wieder mit 26 Punkten in Vorsprung. Naja, mach doch. Ja, guck mal, das kann ich auch. So, nö. Okay. Ich spiele nochmal das Wetter hier. Kannst du jetzt bitte irgendwann mal passen? Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn der Haufen jetzt Karten rausschmeißt, aber so viel habe ich gerade nicht. Mist. Ich passe jetzt einfach mal. Und hoffe, dass er entweder so viele Karten braucht, dass er dann im Nachhinein keine Chance mehr gegen uns hat. Naja, 4-5 ist jetzt nicht ganz so optimal, wie ich es mir erhofft habe. Aber kriegen wir schon irgendwie geregelt. Ja, weil er gewonnen hat, zieht er noch eine Karte. Mein Gegner passt, okay. Hat scheinbar nur Kackkarten auf der Hand.
Jetzt muss ich aber irgendwas spielen. Irgendwas. Dann können wir die, dann können wir die dann nachher nochmal. Ja. Wir spielen diese hier. So, passen auch. Haben die zweite Runde damit schon gewonnen. Ja, und da wird halt auch der Vorteil klar, wenn man einfach früher passt, als man eigentlich müsste. Denn so hat man dann die Möglichkeit, in den späteren Runden einfach mehr rauszubringen. Und jetzt holen wir den Spion wieder aufs Feld, natürlich auf seine Seite, was uns den Vorteil gibt, dass wir zwei Karten ziehen dürfen. Und er macht genau denselben Spaß. Gibt uns damit aber 4 Schaden statt nur einen. Und jetzt kommt es eigentlich nur darauf an, wer hat den meisten Schaden im Gepäck. Letzte Runde. Beide haben einmal gewonnen, einmal verloren. Das ist immer so, ja, mal gucken, wer am meisten Karten auf der Hand hat. Mal gucken, wer damit den meisten Schaden aufs Feld bringt. Es ist immer recht spannend, vor allem dann zum Ende hin, wenn man in so einer Situation wie dieser hier ist. Es gab auch Spiele, die waren wesentlich eindeutiger gewesen. Aber ich sag mal so, mit der Karte, die wir hier jetzt haben, habe ich mich richtig gefreut, dass wir die bekommen haben. Das ist nämlich Horn des Kommandanten, verdoppelt die Stärke aller Einheitenkarten in dieser Reihe. Maximal eine Karte pro Reihe. Was maximal eine Karte pro Reihe? Achso, ja, maximal eine Karte pro Reihe. Betrifft hier diese Zauberfelder an der Seite. Und damit können wir einfach mal auf 46 Schaden hochgehen. Und es würde mich arg wundern, wenn er es schafft, das noch irgendwie aufzuholen. Aber für alle Fälle klären wir nochmal das. Ich glaube, das war ein Fehler. Das könnte jetzt das Genick brechen. Und was hast du? Nee, gut. Er hätte jetzt natürlich kommen können mit so einer Karte, die unsere gesamten Belagerungseinheiten total kaputt macht. Aber hat er zum Glück nicht. Wir bekommen eine Regis Rohelle Terziev Karte. Gesundheit. Und einen Becher. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Kommentar da. Ansonsten lasst es einfach bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.